willkommen oder willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video von mir. Heute soll es sich mal wieder um das iPad im entferntesten Sinne drehen, denn ich zeige euch heute, wie ihr mit GoodNotes Karteikarten erstellen könnt. Die Funktion gibt es jetzt erst relativ neu und ich habe schon damit gelernt und bin mega überzeugt davon. Karteikarten sind, denke ich, auch sehr sinnvoll, um Inhalte zu lernen, gerade zum Beispiel in Fächern wie Geschichte, um Jahreszahlen zu lernen oder ähnliches. Früher dachte ich immer, Karteikarten sind nicht so sinnvoll und irgendwie langweilig, wieso soll man sich alles auf so kleine Kärtchen schreiben? Aber mit der Zeit habe ich erkannt, dass es tatsächlich Sinn macht, damit zu lernen. Und seit meiner Führerscheinprüfung denke ich, dass es sinnvoll ist, sich immer wieder Fragen zu fragen. In der Führerschein-App war es damals so, dass immer die Frage aufkam und dann musste man halt die richtige Antwort finden. Und dadurch, dass man sich immer wieder gefragt hat und sich praktisch selbst überprüfen konnte, hat man, finde ich, total gut gelernt. Und seitdem denke ich auch, dass Karteikarten echt praktisch sind. Ich finde Karteikarten in Papierform einfach ein bisschen unpraktisch. Also ich mochte das sehr, sehr gerne digital damit, zum Beispiel für meinen Führerschein zu lernen. Aber so in Papierform, wo ich dann 1000 Blätter habe und die irgendwo verstauen muss, fand ich es dann einfach unpraktisch. Aber mit dieser Funktion finde ich es einfach so cool. Also man kann sich halt immer noch seine Zusammenfassung schreiben und dann einfach die wichtigsten Informationen, die man sich unbedingt merken sollte, kann man sich einfach selber abfragen. Ich rutsche jetzt mal so ein bisschen auf die Seite und blende euch hier meinen iPad-Bildschirm ein und dann zeige ich euch mal, wie ihr so eine Karteikarte erstellen könnt. Es geht hier jetzt mal nur um den Study-Ordner, denn da befindet sich GoodNotes drin. Das heißt, wir öffnen das einfach mal. Ich habe jetzt mal einen Ordner nur für die Karteikarten erstellt und wir können dort jetzt einfach ein neues Notizbuch erstellen. Da müsst ihr dann darauf achten, dass ihr hier bei DIN A4, was momentan noch eingestellt ist, auf A7, also da steht auch dahinter iPhone, klickt. Und dann könnt ihr ganz bis zum Schluss durchscrollen. Dann seht ihr hier die Inhalte mit Lernkarten. Ihr könnt weißes, gelbes oder schwarzes Papier auswählen. Ich nehme jetzt einfach mal weißes und sage, wir wollen jetzt, weiß ich nicht, YouTube lernen. Eure Inhalte könnt ihr einfach oben in das Feld schreiben und eure Antworten dann unten. Ihr habt jetzt einmal beide Felder, einmal Question and Answer. Und ich weiß nicht, ob euch das stört. Mich stört es nicht so doll, dass das da jetzt steht. Ich wüsste nicht, wie man es wegbekommt. Ihr könnt aber theoretisch einfach ein Bild drüber kleben oder so. Ich brauche mal meinen Apple Pencil, fällt mir gerade ein. Upsa. Ihr könnt in das obere Feld jetzt eure Frage reinschreiben. Ich tippe das meistens rein, dann bin ich nicht beeinflusst im Sinne von, oh mein Gott, dieses Wort habe ich so und so geschrieben, das war die und die Antwort, sondern ich kriege die blanke Frage und muss dann selber nachdenken, um auf die Antwort zu kommen und verbinde nicht mit einer gewissen Schriftart oder sowas die Antwort, wenn ihr versteht, was ich meine. Wir nehmen einfach mal die Frage: Wie heißt du auf Instagram? Die schiebe ich einfach mittig dann in das obere Feld. Unten schreibe ich dann immer meine Antwort hin. Charlina. Das kann ich dann auch positionieren. Ihr könnt auch einfach hier ein Foto daneben setzen. Zum Beispiel hier von meinem Instagram-Account. Kann ich dann schieben, wie ich möchte. Und dann könnt ihr euch auch abfragen lassen. Wenn ihr dann eure Karteikarte erstellt habt, könnt ihr hier oben auf die drei Punkte gehen. Dann seht ihr schon, dass ganz unten, also wenn ihr praktisch nach unten scrollen würdet, steht Lernkarten durchgehen. Da drückt ihr einfach drauf und dann kommt eure Lernkarte schon aufgeploppt. So sieht das Ganze dann aus. Und dann kann ich einfach drauf tippen, dann kommt die Antwort. Und wenn ich es wusste, kann ich auf gut oder sehr gut gehen oder ich kann auch meine Lernkarte direkt nochmal wiederholen. Die werden dann in unterschiedlichen Abständen immer wieder aufgezeigt und ja, es bildet sich einfach nicht so eine Routine, weil ich es manchmal schwierig finde zu lernen von Zusammenfassungen, weil ihr halt immer diesen Ablauf habt. Klar, manchmal macht das Sinn, zum Beispiel in Geschichte finde ich es manchmal sinnvoll, wenn man dann halt die Zusammenhänge ganz gut sieht, aber gerade wenn ihr Informationen unabhängig voneinander lernen wollt, macht es, denke ich, schon Sinn, so mit dem iPad und Karteikarten zu lernen. Das war jetzt die neue Funktion, die ich euch vorstellen wollte. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Ich habe auch in letzter Zeit überlegt, ob ich mir vielleicht eine Karteikarten-App runterladen soll. Ich habe immer an Anki gedacht, weil das viele Studenten auch nutzen und immer alle davon schwärmen. Aber ich war dann irgendwie so am Überlegen, ob sich die 30 Euro dann rentieren, weil ich es bis jetzt für die Schule nicht unbedingt gebraucht habe. Aber ich bin mega froh, dass
GoodNotes jetzt diese Funktion entwickelt hat, denn jetzt werde ich auf jeden Fall öfter mal mit Lernkarteikarten lernen. Schreibt mir sehr, sehr gerne mal, wie ihr lernt, ob ihr von Zusammenfassungen direkt lernt, ob ihr auch mit Karteikarten lernt und wenn ja, was ihr mit Karteikarten lernt, eher Vokabeln oder andere Informationen, das würde mich echt mal interessieren. Falls sich generell meine Apps auf dem iPad interessieren, kann ich dir das Video von letzter Woche empfehlen. Da habe ich euch nämlich einmal mein iPad komplett gezeigt, wie ich das eingerichtet habe, wie ich sortiert habe und so weiter. Also wenn du da vielleicht noch Inspiration in Richtung anderer Apps brauchst, dann kannst du da gerne mal vorbeischauen. Und ich würde sagen, ansonsten könnt ihr gerne auf Instagram vorbeischauen und wir sehen uns dann in einem meiner neuen Videos. Also bis dann, bye!